Mahlzeit, Freunde, und herzlich willkommen zum nächsten YouTube-Video. Ich habe euch dieses Bike hier im Detail vorgestellt und über alle Umbauten gequatscht. Unter anderem über meinem Fahrwerk. Ihr könnt es hier sehen. Wilbas, das heißt hinten Nivomat, vorne progressive Gabelfedern. Und da hattet ihr noch ein paar spezifische Fragen. Unter anderem, was das Ganze kostet, wie der Ablauf ist und so weiter und so weiter. Deswegen dachte ich, wir machen heute ein spezifisches Video nur zum Fahrwerk. Wen das interessiert, der kann gerne dranbleiben. Ich schwinge mich jetzt gleich aufs Motorrad und dann drehen wir eine schöne Runde. Und ich erzähle euch mal von Anfang bis Ende, wie so ein Fahrwerkumbau, sage ich mal, abläuft, wie viel das Ganze kostet, was es da für Unterschiede gibt beim Fahren und so weiter und so weiter. Das heißt, das heutige Video widmet sich nur dem Thema Fahrwerk. Ich wünsche euch viel Spaß, wir schwingen uns aufs Motorrad und legen direkt los. Alter, das ist einfach so geisteskrank, dieser Sound. Und damit heiße ich euch willkommen auf meiner Feierabendrunde. Und wir kümmern uns heute nochmal um das Thema meines Fahrwerks, beziehungsweise generell um das Thema Fahrwerksveränderungen an einer Harley-Davidson. Wir nehmen dafür meine Harley-Davidson Loretta S als Beispiel. Ich habe hier ein Wilbas-Fahrwerk verbaut, sprich den Nivomat hinten und progressive Gabelfedern vorne. Und ja, ich bin da schon mal drauf eingegangen in einem der letzten Videos, wo ich euch mein Bike halt so ein bisschen vorgestellt habe. Wurde dann nochmal dazu gefragt, was denn der Kostenpunkt bei dieser ganzen Geschichte ist. Und deswegen dachte ich, mache ich mal ein einzelnes Video nur zu dieser ganzen Thematik meines Fahrwerks. Wie viel kostet sowas? Wie läuft das ab? Was verändert sich? Vorteile, Nachteile? Wer mein generelles Fazit zum Fahrwerk direkt sehen möchte und das Video nicht gesehen hat, der kann einfach sich die Vorstellung von meinem Motorrad angucken. Da habe ich ein kurzes, knackiges Fazit gegeben zum Fahrwerk. Wen das Thema etwas, wen das Thema etwas näher interessiert, der ist heute beim Video hier richtig gelandet. Was ist das hier eigentlich für eine Buskolonne, Alter? Und dem werde ich heute mal genau erklären, wie sowas abläuft und wie viel das kostet. Also, das Ganze war so, ich habe das Fahrwerk bei Wilbas direkt in Nordhorn in deren Zentrale einbauen lassen. Das Ganze läuft so ab, man fährt dort morgens hin oder dementsprechend zu seinem Termin, das ist meistens morgens, denke ich. Das Bike wird auseinandergepflückt, dementsprechend der Einbau vom Nivomat, also hinten, ist relativ simpel. Ne? Das alte Federbeindämpferpaket quasi wird rausgenommen. Das neue wird reingesetzt, sprich der Nivomat, und viel mehr ist das gar nicht. Bevor ihr zum Termin fahrt, kriegt ihr schon so eine Liste zugeschickt von Wilbas, wo ihr ganz, ganz viele verschiedene Sachen eintragt. Also das ist wie so ein Fragenkatalog, wo ihr gefragt werdet, wie viel wiegt ihr mit kompletter Montur, wie ist euer Fahrstil, sportlich oder komfortabel, wie viel Prozent der Zeit fahrt ihr mit Gepäck, wie schwer ist euer Gepäck, wie viel Prozent der Zeit fahrt ihr mit Sozius, wie schwer seid ihr zusammen mit Sozius? Also all diese Fragen, damit dann der Nivomat quasi genau auf euch abgestimmt werden kann und dann bei jeder Lage, die ihr habt, sprich egal, ob ihr jetzt mehr oder weniger Gewicht dabei habt beim Fahren, eben perfekt passt. Ne? Das ist ja das Schöne, ihr müsst nichts mehr verstellen an diesem Fahrwerk, sondern es passt sich ja von alleine an. Das ist ja mit so einer Technologie, dass es halt einfach quasi von alleine funktioniert. Ich blende euch auch in dem Video hier immer mal wieder kleine Szenen ein aus dem Umbau. Das heißt, ihr seht, wie das eingebaut wird und so. Das ist ganz interessant. Auf jeden Fall, wenn ihr den Fragebogen ausgefüllt habt und beim Termin seid, dann wird als allererstes hinten eben das Federbein gegen den Nivomaten getauscht. Das ist ja recht schnell gemacht. Und dann ist vorne schon die Gabel dran. Das ist etwas mehr Arbeit, aber auch schnell gemacht, sage ich mal. Beziehungsweise wenn die Jungs von Wilbas das machen, ist es definitiv schnell gemacht. Bei mir hat das Ganze der Paul gemacht. Sehr netter Kerl und vor allem sehr, sehr fähig. Also ich habe selten so eine Liebe zum Detail erlebt, was solche mechanischen Sachen angeht. Also die haben auf alles geachtet. Das ist wirklich Hammer. Und ich bin mir 100% sicher, dass es nicht nur daran lag, dass ich mit der Kamera da war, sondern Paul ist ein Typ, das wird immer so sein. Also bei Wilbas lege ich meine Hand ins Feuer, dass die das immer perfekt machen. Wir hören noch mal einmal kurz hier, einen Moment. Boah, geil, ne? Wie läuft das Ganze ab, wenn man vorne das, die Gabelsachen tauscht? Das ist auch relativ simpel. Das Ganze wird auseinandergenommen, dann werden eure Gabelfedern getauscht. Bei mir sind jetzt progressive reingekommen. Später im Video kommen wir noch dazu, was die progressiven Federn für einen Effekt haben beim Fahren.
euer Gabelrohr quasi wird einmal abgeschliffen, damit die kleinen, sag ich mal, Furchen, die da halt reingekommen sind durch Steinschläge und sonst was, weg sind und einfach die Gleitfähigkeit maximiert wird. Ihr bekommt dann auch noch andere Simmerringe, blende ich euch auch ein, das sind dann so grüne, die sind deutlich besser als die normalen. Da gibt es so einen kleinen Clip von mir, wo ich einmal dann die aufbereiteten Gabelrohre mit den neuen Simmerringen und dem ja, Öl, was Wilbers dann halt eben einfüllt, mit der serienmäßigen Gabel bei mir vom Motorrad halt 1:1 vergleiche. Und es ist unfassbar krass, wie viel gleitfähiger das Ganze ist. Wenn das eingebaut ist, dann müsst ihr euch noch einmal aufs Motorrad setzen und irgendwie wird dann irgendeine Höhe ermittelt. Keine Ahnung, das kann ich euch jetzt nicht mehr hundertprozentig erklären. Auf jeden Fall wird dann nochmal irgendwie was gemessen oder eingestellt, weiß ich nicht mehr genau. Wirkte für mich ein bisschen so wie eine Achsvermessung beim Auto vom Prinzip. Wenn ihr da nähere Fragen habt, fragt mal bei Wilbers direkt nach, weil ich würde jetzt hier nur irgendeine Scheiße erzählen. Auf jeden Fall ist dann der ganze Umbau eigentlich schon fertig. Dann könnt ihr eine Probefahrt machen und werdet direkt merken, dass das ganze Fahrwerk sich deutlich weicher anfühlt, da die Serienfahrwerke bei Harley-Davidson eher hart abgestimmt sind. Das Schöne ist allerdings, dadurch, dass ihr ja den Nivomat habt, der sich alleine anpasst, dass ihr in den Situationen, wo ihr mehr Federrate bzw. Dämpfungskraft benötigt, diese auch habt. Oh, was ist denn hier wieder passiert? Kann uns scheinbar egal sein. Und das ist halt wirklich ein riesen... Hä? War das jetzt gerade rot, gelb, rot? Bestimmt wegen einem Krankenwagen, oder? Oder bin ich völlig verwirrt? Naja, auf jeden Fall ist das halt sehr geil, ne? Weil wenn ihr jetzt zum Beispiel über einen Gullideckel fahrt, über Bahnschienen fahrt oder Bodenwellen, das merkt man eigentlich kaum noch. Wenn ihr aber wirklich mal ja, performance-technisch unterwegs seid und dann mal ein bisschen strafferes Fahrwerk braucht, dann habt ihr das halt auch. Also das deckt eigentlich alle Bereiche ab und das finde ich so geil halt, ne? Genauso vorne mit der Gabel, da merkt man auch einen deutlichen Unterschied. Gerade in der Dosierbarkeit. Also man kennt das vielleicht bei Harley, wenn ich jetzt hier so bin und ich lenke ein und mache jetzt hier diese Bremse, dann ist das normalerweise, stottert das halt so krass, ne? Also ich kann es jetzt nicht nachmachen, außer wenn ich hier so drücke. Aber normalerweise bei Harley stottert das immer so ein bisschen halt, ne? Und das gibt so eine Unsicherheit, die Gabel federt dann krass ein und so. Und dann schmeißen manche Leute an der Ampel oder so oder in Schrittgeschwindigkeit immer ihre Karre weg, wenn sie mit der Vorderbremse bremsen. Das passiert euch mit dem Wilbers-Fahrwerk nicht mehr so schnell, weil ich habe das Gefühl, durch diese dosierbarere Kraft einfach, durch die progressive Gabelfeder und das gleitbare Gabelrohr, ist das einfach smooth. Und das ist sehr, sehr geil. Dementsprechend da auf jeden Fall großer Pluspunkt. Man merkt das ganz stark, auch wenn man mit der Vorderbremse etwas stärker bremst. Das werden wir gleich auch mal demonstrieren. Jetzt gerade geht es nicht, weil jemand hinter mir ist. Aber das merkt man sehr stark und auch in Kurven, in Schräglage fühlt sich das Ganze irgendwie dosierbarer an. Das ist natürlich alles immer eine Frage, inwiefern das so ist, aber für mich persönlich fühlt sich das so an. Ich werde jetzt mal hier ein bisschen stärker bremsen und zwar nur mit der Vorderbremse. Das war jetzt schon sehr, 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 sehr stark und ihr habt gesehen, ich bin hier völlig entspannt sitzen geblieben. Hat man ja vielleicht sogar in meiner Stimmlage gehört, dass da gar nicht irgendwie groß Bewegung im Körper war. Weil die Gabel einfach nicht so weit einfedert, ne? Weil durch diese progressive Feder wird das nach unten hin ja immer straffer und die geht halt einfach nicht rein. Und das ist halt super, super geil, ne? Und ihr seid mega agil. Das ist halt einfach das Beste aus beiden Welten. Kommen wir mal zu dem ganzen finanziellen Aspekt. Also wenn ihr das wirklich 100% machen lasst, so wie bei mir, sprich bei Wilbers mit Einbau, mit Gabelfedern, mit Aufbereitung der Gabelrohre, mit neuen Simmerringen und Nivomat, dann seid ihr so circa 2.000, 2.100 Euro ungefähr. Ne? Kommt so ein bisschen drauf an, aber so in dem Bereich wird das Ganze dann liegen. Ist natürlich vielleicht nicht das günstigste, aber preis-leistungstechnisch finde ich, lohnt sich das alle Male. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen für den Preis. Jeder, der es schon mal gefahren hat, wird verstehen, was ich meine. Hab früher das nie auf dem Schirm gehabt, hätte es wahrscheinlich selber nie so gemacht, wenn dann jetzt nicht diese Kooperation zustande gekommen wäre. Aber jetzt im Nachhinein, selbst wenn ich es beim nächsten Mal halt 100% irgendwie selber bezahlen müsste, würde ich es bei meinem nächsten Motorrad wieder machen, weil ich jetzt nicht mehr darauf verzichten könnte.
Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt zu dem Wilbers-Fahrwerk oder generell zu den Fahrwerken oder was weiß ich, schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn ihr weitere Fragen habt zum Thema Harley-Davidson, zu meiner Lowrider S, auch gerne in die Kommentare. Vielleicht haben ja einige von euch auch Erfahrungen mit dem Wilbers-Fahrwerk oder auch mit anderen Marken. Gibt ja noch jede Menge andere Fahrwerke, Legend zum Beispiel. Ne? Da gerne auch mal Erfahrungswerte dalassen, würde mich interessieren. Ansonsten lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Wir sind noch neu auf YouTube, wir müssen wachsen, wir müssen die Harley-Szene mal hier ein bisschen voranbringen. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, bleibt stabil und wir hören uns. Haut rein! Nach einem Jahr Lowrider S fahren, war es ein guter Kauf oder würde ich das Motorrad vielleicht so wie es ist nicht nochmal kaufen?